Das Möllersdorfer Feuerwehrfest ist zurück. Bei guter Verköstigung und Live-Musik konnte man sich entspannt amüsieren und austauschen. Doch im Fokus stand bei den meisten die Unterstützung ihrer fleißigen Mannschaft. In Möllersdorf gab es nach langer Pause wieder ein Feuerwehrfest. Der Andrang war groß und die Besucher genossen die Musik der Liveband, die einen Coverhit nach dem anderen spielte. Etwas zu trinken und dazu eine gemütliche Plauderei gab es auch. Das war einfach perfekt. Heuer ein bisschen ein eingeschränkter Betrieb, aber dennoch haben wir Sitzmöglichkeiten, Live-Musik am heutigen Tag mit den Nachtfalken und morgen haben wir echt stark. Um 23 Uhr gibt es noch die große Tombola-Verlosung mit rund 130 Preisen. Ja, das erwartet die Leute. Für die Kinder haben wir noch eine Hüpfburg, Grillstand, ein großes Kaffeehaus mit einem großen Kuchenangebot. Genau, und wir freuen uns auf ein schönes Fest. Ja. Was für eine Bedeutung haben denn diese Feuerwehrfeste für die Feuerwehr selbst? Für die Jungen ist es ja vielleicht ein bisschen eher der Spaß dahinter. Wie ist es bei der Feuerwehr? Ja, für die Feuerwehr selbst ist es natürlich eine wichtige finanzielle Stütze. Ohne Feuerwehrfeste und Feuerwehrbälle könnten wir unseren Dienstbetrieb nicht aufrechterhalten. Naja, der Bezug zur Feuerwehr ist sicher einmal grundsätzlich, dass wir auf die Hilfe der Feuerwehrmänner und Frauen das ganze Jahr über angewiesen sind. Jetzt nicht nur als Kommunalpolitiker oder Landespolitiker, sondern als Mensch. Also kann man so sagen, auf Knopfdruck ist da Hilfe gegeben. Daher ist es nicht, das funktioniert für mich selbstverständlich, dass man dafür die Feuerwehr wie andere Rettungsorganisationen unterstützt. Und das ist eigentlich mein Hintergrund. Sicher, man trifft viele Freunde wieder, gerade nach 2 Jahren Corona. Wie jeder wieder sich sozial plaudern, mit Leuten zusammenkommen. Und das, die laute Musik ist natürlich auch gar nicht was. Aber so ist eigentlich der Hauptgrund. Und die Beziehung zur Feuerwehr. Ich bin ja selbst Feuerwehrmann, schon in Ruhe. Und daher ist es auch für mich ein persönliches Anliegen. Das Fest der Möllersdorfer Feuerwehr, immer wieder beliebt bei vielen Besuchern. Warum sind Sie persönlich denn heute Abend hier? Weil ich persönlich sehr viel und sehr wertschätzend bin gegenüber der Feuerwehr und ich das einfach toll finde, was die gesamte Mannschaft leistet. Sei es in der täglichen Einsatzhilfe oder auch wie zuletzt erst in Nordmazedonien. Es ist einfach fantastisch, ja, dass die ganze Mannschaft so viel Freizeit eigentlich hergibt, ja, um anderen Menschen zu helfen. Und das bewundere ich einfach und das möchte ich unterstützen. Was glauben Sie, ist denn das Wichtigste an der Feuerwehr Möllersdorf? Was macht sich denn aus? Nein, also traditionelle Feuerwehr im Stadtteil Möllersdorf mit einer großen Tradition, mit einer großen Stärke, sehr spezialisiert, immer schon in den letzten Jahrzehnten für Spezialeinsätze. Und natürlich auch ein Herz der Jugendfeuerwehr in unserer Stadt, also auch mit einer stolzen Tradition, was die Jugendfeuerwehr anbelangt. Ja, und wie man sieht, ein Riesenrückhalt auch in unserer Wohnbevölkerung hier in Möllersdorf. Wahnsinnig gut besucht. Wir freuen uns alle, endlich wieder ein Feuerwehrfest zu haben. Haben sie alle mächtig ins Zeug gelegt, alle Auflagen zu erfüllen. Wer hätte es geglaubt vor 1,5 Jahren, dass wir Feuerwehrfeste besuchen müssen mit Registrierung und Impfzertifikaten und Testzertifikaten. Also, ich freue mich wirklich, wieder mal auf ein Feuerwehrfest sein, wieder mal alle Leute auf einem Fleck zum sehen. Genießt es sehr. Und auch der Feuerwehrnachwuchs hatte so einiges zu berichten. Warum seid ihr persönlich denn zur Feuerwehr gekommen? Also ich bin durch eine Freundin hierher gekommen, wollte es einfach mal ausprobieren. Seitdem eigentlich hat es mir sehr gut gefallen. Ich bin auch durch meinen Freund hergekommen, weil sein Vater ist Kommandant von der Feuerwehr. Und dabei macht es mir sehr viel Spaß. Wie ist es denn, wenn man bei der Feuerwehr dabei ist? Ist das etwas, auf das ihr auch besonders stolz seid? Also, es ist, dass wenn wir lernen und ich hoffe auch mal, dass ich aktiv werde, dann eigentlich schon, ja. Ja. Was für eine Bedeutung hat das heutige Feuerwehrfest für euch? Also, ich finde es schön, dass wir auch helfen dürfen. Normal bin ich immer nur da gesessen, weil ich bin seit diesem Jahr erst bei der Feuerwehr. Und das ist schön, ja. Ich bin auch seit diesem Jahr da und ich freue mich, wenn wir die Abzeichen bekommen. Nicht nur wegen solcher Feste verdient sich die Feuerwehr Anerkennung, sondern wegen ihrer zum Teil freiwilligen Hilfsbereitschaft. Und genau die erweist sich immer wieder als ungemein wichtig.